Zolti hier, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich halte jetzt mal die Klappe. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute wieder mit einem Vergleichsvideo, wobei es geht hier nicht um einen Vergleich, das würde auch keinen Sinn machen, sondern ich möchte einfach so ein bisschen zeigen, wie sich die neueste Generation Monster gegenüber einer älteren Generation Monster, wie ist da der Vergleich? Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß. Die Ducati Monster wurde 92 vorgestellt und kam 93 in den Handel. Mit der 900er wurde 1992 die Urmonster ausgeliefert. Die 600er kam 1994, die 750 im Jahre 96. 2001 hielt mit der Monster S4 erstmals ein wassergekühlter Vierventilmotor, bekannt aus der Ducati 916, in Verbindung mit einem aufwendigen Fahrwerkskomponenten in der Monster-Serie Einzug. Die 2006 erschienene Monster S4R Testa Stretta stellte die bis 2013 leistungsstärkste Variante der Modellreihe mit 130 PS dar. Mit dem aus der 998 und 999 bekannten Testa Stretta Motor. Im Jahre 2000 wurde die zwei Ventilmotoren auf Saugrohreinspritzung umgestellt. Mit der 1000er wurde 2003 ein neu konstruiertes Zweiventil Desmodue Motor eingeführt. 2008 wurde nach 15 Jahren mit der Monster 696 ein komplett neu entwickelter Hybridrahmen vorgestellt. Dieser Rahmen wurde 2009 auch in der neuen Monster genutzt. Seit Ende 2013 verwendet Ducati in der Monster-Baureihe durchgehend flüssigkeitsgekühlte Motoren. Auch ebenfalls 2013 kam die Monster 1200S mit elektronischer Gasregelung und ein volldigitales Kombi-Instrument auf TFT-Basis auf den Markt. 2014 kam die Monster 821 als Nachfolger der Monster 796. Ebenfalls 2014 kamen Traktionskontrolle und ABS in die Monsterwelt. Ende 2016 wurde die Monster 797 vorgestellt. Ja, und das neueste Baby ab Modelljahr 2021 gab es ein komplett neues Monster. AD Gitterrohrrahmen, willkommen Aluguss Frontrahmen. Jo, das so ein bisschen zur Entwicklung der Monster. Wie gewohnt starte ich auch hier mit dem Walkaround. So können wir diese zwei Generationen wunderbar mal gegenüberstellen. Ja, ging ein riesen Aufschrei durch die Ducati-Fangemeinde, Gitterrohrrahmen AD. Okay, wenn man schaut, die Gewichtseinsparungen, die man dadurch erreicht, nicht nur durch den Rahmen, aber auch von 18 Kilo, ist das doch erstaunlich. Ich finde, im Charakter ist sie aber erhalten geblieben, wobei natürlich komplett in die Moderne. Ja, ich sage es in jedem Video, über Design lässt sich streiten. Ja, Ergonomie, Sitzposition auf beiden Maschinen, Naked Bike typisch, schön aufrecht, haben beide einen schön breiten Lenker, leicht über den Tank gebeugt. So, die 821, ihr habt es gesehen, ist ja 5,5 cm tiefer und ich finde, das merkt man auch, man sitzt ein bisschen sportlicher auf der Maschine, aber bequemer Knieschluss, gutes Sitzpolster. Ja, natürlich bei der Monster SP die modernste Ausführung, top TFT Farbdisplay, gut ablesbar, das ist auf der 821er auch ein bisschen mühsam mit diesem LCD-Geschmäuse. Jo, aber ansonsten auf beiden eine gute Ergonomie. Ja, Herzstück der Monster bilden der sensationelle V2-Motor. Bei der Monster SP natürlich in der neuesten Generation, den Testa Stretta Motor. Ja, wenn man das anschaut, die SP hat ein bisschen mehr Hubraum bekommen, aber die Leistung ein bisschen weniger und dafür im maximalen Drehmoment ein bisschen was dazu bekommen. Wenn ich die zwei Motoren direkt vergleiche,
Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte fast das Gefühl, dass die 821er noch ein bisschen druckvoller daherkommt. Aber das ist mein persönlicher Eindruck. Beide Motoren machen Spaß, marschieren nach vorne und geben dir auf der 821 noch mehr diese emotionale, dieses Vibrieren ist da schon noch ein bisschen stärker vorhanden. Aber auf der neuen Monster SP macht der Motor definitiv auch Spaß. Wie hat sich das Fahrwerk Fix-System verändert von der SP zur Monster 821? Natürlich auf der SP ein volleinstellbares Öhlins-Fahrwerk verbaut, vorne verstellbar und hinten auch verstellbar. Bei der 821er ist vorne ein nicht verstellbares Sachs-Telegabel upside-down verbaut und hinten aber ein verstellbares Sachs-Monofedbein. Ich persönlich habe wirklich keine großen Unterschiede wahrgenommen, eventuell von der Sitzposition. Ich sitze ein bisschen sportlicher auf der 821, also von der Sitzhöhe geschuldet. Vielleicht gibt das ein bisschen einen anderen Wirkung vom Federsystem. Aber beide funktionieren hervorragend, stabil in der Kurve, geben dir ein sehr gutes Feedback. Also von den Fahrwerk- und Federsystemen finde ich beide eigentlich sehr gut. Ja, mein Lieblingsthema, die Bremsen. Hier sind auf beiden Maschinen Brembos verbaut, meine Lieblingsbremssysteme. Ja, gibt dir eine Top-Bremswirkung. Ich fand die Hintbremse auf der SP sogar noch ein bisschen wirksamer als auf der 821er, aber wie gesagt, die Unterschiede, die sind fast nicht stellbar, packen beide zu. Beide Bremssysteme packen richtig gut zu, bringen das Bike, wenn nötig, zum Stehen. Alles tipptopp. Ja, wie sieht es bei der Elektronik aus? Auf der 821er sind für mich zwei ganz wichtige Komponenten mit drauf, nämlich das ABS und die Traktionskontrolle. Das finde ich zwei Minimum-Helferlein, die zu jedem Motorrad mit dazugehören. Ganz klar, die Monster SP, topmodern, alle Elektronik, die sie da zur Verfügung haben, sind hier mit an Bord. Aber ich finde, lässt sich sehen, da ist klar die SP moderner, aber die 821er hat doch schon einiges mit an Bord. Ja, zu meiner Fahrt mit der Ducati Monster 821. Ja, ich war sehr angetan. Das war meine erste Monster aus der Vergangenheit, sage ich mal, die 821er. Also mir hat sie total Spaß gemacht. Ich war vor allem von diesem V2-Zylinder-Motor wirklich überrascht. Der hat richtig Dampf nach vorne und macht ungemein Spaß. Einzig, was mich jetzt hier ein bisschen gestört hat, war die Sitzhöhe mit 78,5 cm. Saß man ein bisschen spitzer drauf. Aber ansonsten macht die 821er, die hat auch so einen Klang, muss ich sagen. Also die Soundkulisse hat mir auch sehr gut gefallen. Schön präzise in der Kurve. Macht richtig schön Lärm, also so das Emotionale ist hier auf jeden Fall mit dabei. Ja, also ich fand die 821er top zum Fahren, kann ich auf jeden Fall empfehlen. So, jetzt halte ich die Klappe und nehme euch hier mit auf der Ducati 821. Viel Spaß!
definitiv sehr cool, die Monster 821 zu bewegen. Hat mir super Spaß gemacht. Jo, das zur 821er. Ja, meine Fahrt mit der Monster SP, der neuesten Generation bei Ducati Monster. Ja, top modern zu fahren, wirklich ein Leichtgewicht, eine wirklich schmale Taille, durch das natürlich extrem wendig, ein ansprechend kräftiger Motor, zieht schön nach vorne. Stabile Kurvenlage, gute Bremsen. Nee, also wenn ich die alte Ducati Monster nicht gefahren hätte, hätte ich gesagt, hey super, das ist ein Top-Gerät, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Jo, ich halte jetzt die Klappe, nehme euch hier mit auf der Ducati Monster SP, wünsche viel Spaß. Ja, die Monster SP macht definitiv Spaß, die zu bewegen. Ich hoffe, ihr konntet das hier so ein bisschen mitspüren. Ist halt immer noch Ducati drin, würde ich sagen. Vielleicht nicht ganz so emotional wie die 821er, aber macht definitiv Spaß. Ich komme zu meinem persönlichen Fazit der beiden Monster von Ducati. Ja, ich habe schon vorhin so in der Einzelfahrt gesagt, ich finde die 821er etwas emotionaler noch als die neue Monster SP. Aber da müsst ihr jetzt einfach mal die beiden fahren gehen. Ich kann beide empfehlen, sie machen auf jeden Fall Spaß. Von dem her gesehen, Monster, coole Maschinen. Jo, das war mein Vergleich zwischen alt und neu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, bitte lasst ein Abo da. Ich wünsche allzeit gute Fahrt. Tschüss!